auf, meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen zur Analyse gegen München-Gladbach. Diesmal nur eine kurze Analyse, also keine Zeit verlieren, machen wir schnell. Und zwar fand ich, dass wir eine gute Anfangsphase hatten. Ich fand, auch nach dem Gegentreffer sind wir gut zurückgekommen. Und man kann sagen, dass das Spiel entschieden worden ist nach dem 2:1, was uns nicht gelungen ist, wo wir den Pfosten getroffen haben durch Marcut im Freistoß. Ich glaube, hätten wir da den Treffer bekommen, hätte das Spiel auch anders laufen können. Und dann anschließend dem 2:1 von Gladbach und dann ab dem 3:1 war dann finito. Dann war es echt ein schlechtes Spiel. Und man muss einfach sagen, dass es nichts bringt, wenn wir jetzt ständig uns, oder ich selber auch auf diesem Kanal, mich hier immer hinstelle und sage, ja, die 10 Minuten, die 20 Minuten, die 30 Minuten in dem Spiel waren gut, gibt mir Hoffnung fürs nächste Spiel. Und im nächsten Spiel hast du dann auch wieder nur 10 Minuten, die dann gut sind. Und im Endeffekt hast du dann 80 Minuten, wo du dann schlecht spielst. Also man muss versuchen, die Spielzeit, die Phasen, wo man jetzt gut gespielt hat, über ein ganzes Spiel zu zeigen, sonst nützt dir das nichts. Das bringt auch keine Hoffnung mehr. Sonst verfällst du immer wieder ins gleiche Muster und verlierst oder gewinnst die Spiele halt nicht. Auch in dieser langen Serie jetzt von, ich weiß es gar nicht mehr, 25 Spiele sind es mittlerweile, keine Ahnung. Auf jeden Fall genug Spiele. Irgendwann wird dann der Rekord von Tasmania Berlin eingestellt und wir sind in der zweiten Liga. Deswegen müssen wir versuchen, da anzusetzen und da unsere Spielzeit von guten Spielminuten über 90 Minuten zu kriegen oder nahezu 90 Minuten, dass uns da wenig Phasen im Spiel passieren, wo wir das Spiel abgeben. So, was kann man zu dem Spiel ansonsten sagen? Ich finde, Chau als Linksverteidiger fand ich sehr, sehr gut. Das ist eine Überlegung wert in der Zukunft. Ich finde, dass Ludewig für uns erstmal keine Spiele mehr machen sollte. Eventuell kann man überlegen, Otschipka auf links und Chau als Rechtsverteidiger einzusetzen. Oder man setzt auf Linksverteidiger einen anderen Spieler und Chau auf rechts. Das wäre auch eine Option. Was ich finde, ist auch, dass die Viererkette besser passt in der aktuellen Situation als die Fünferkette. Ganz klar, würde ich auch weiter so spielen lassen. Was wir verbessern müssen, ist die Balance zwischen Abwehr und Angriff. Ich finde, mittlerweile haben wir eigentlich ganz gute Angriffszüge. Ist jetzt auch nicht super gut, aber wenigstens haben wir Angriffszüge oder ein Offensivspiel, was Tore erzielen kann, wo Torchancen kreiert werden, was an sich für uns, für unsere Lage auch im Vergleich zur letzten Rückrunde und der jetzigen Saison, der jetzigen Hinrunde, gute Phase, wo wir uns jetzt befinden, wo wir offensive Abläufe haben, die zu Torchancen führen, hatten wir eine lange Zeit nicht. Und man muss sagen, dass wir unter Wagner oder generell, dass die Mannschaft eigentlich immer hinten sicher gestanden hat oder sicherer gestanden hat, weil wir halt auch wirklich so defensiv gespielt haben. Das haben wir jetzt ein bisschen aufgegeben für dieses Offensivspiel. Und da müssen wir jetzt eine Balance finden. Weil ich finde, sobald wir den Ballverlust haben im Mittelfeld, hat der Gegner es echt leicht, da zu Torchancen zu kommen. Das fand ich war gegen Wolfsburg extrem. Ich fand aber auch gegen Mainz und Stuttgart, dass das schon sehr extrem gewesen ist. Und das wird gegen Leverkusen und gegen Gladbach auch. Und ich glaube, dass das gegen Leverkusen auch extrem ausgenutzt werden wird. Weil sobald wir einen Ballverlust haben, sei es irgendwo an der Mittellinie, was ja eigentlich normalerweise für einen Bundesligisten nicht so ein allzu großes Problem ist. Bei uns aber schon. Das Mittelfeld befindet sich bei uns total in der Offensivbewegung. Ludewig als Rechtsverteidiger spielt irgendwo da vorne. Du hast eigentlich dann nur noch hinten eine Dreierkette, die auf der rechten Seite gar nicht mehr besetzt ist. Dann hast du eigentlich zur Absicherung nur den Mascarell, der aber komplett außer Form ist aktuell. Du kannst also, sagen wir mal, links im linken, also bei uns links, wo Otschipka irgendwo steht, passiert ja an der Mittellinie ein Ballverlust, was eigentlich normal wegverteidigt werden kann, normalerweise. Nur unser Mittelfeld schafft es nicht, die Räume zu schließen, weil die Abstände auch zwischen Abwehr und Mittelfeld zu groß sind. Derjenige vom Gegner, der dort den Ball gewinnt, also rechte Seite Gegner, linke Seite bei uns, kann dann ein Pass spielen in die Mitte. Dort ist meistens nur Mascarell zu finden, alles frei. Meistens sind da ein, zwei gegnerische Stürmer, kann den Ball da reinspielen. Die haben dann Überzahl in diesem Raum, weil die Abwehrkette ist noch ein bisschen weiter hinten, das Mittelfeld ist ein bisschen weiter vorne. In diesem Raum haben die Überzahl gegen Mascarell, haben dann sicheren Ballgewinn und können dann die Bälle
dort, wo der Ludewig fehlt, hinspielen. Also ein Steilpass, da kommt der Außenstürmer, ein schneller Außenstürmer über die linke Seite vom Gegner, über unsere rechte Seite. So ist das Tor von Wendt auch entstanden. Kann da reinspielen und schon können die Stürmer sich in den Strafraum positionieren. Wenn da eine gute Flanke kommt, wenn ein Stürmer im Rückraum steht, wenn der Wendt selbst draufhaut, Tor für den Gegner. Also auf jeden Fall eine gute Torschance, die da jedes Mal aus dem, eigentlich aus Situationen, wo das eigentlich normal wegverteidigt werden sollte in einer normalen Bundesliga-Mannschaft, kriegen wir das nicht hin. Mein Vorschlag, wir spielen 4-4-2, tun die beiden Viererketten eng beieinander, also die Abwehr sollte ein bisschen aufrücken, die steht meiner Meinung nach viel zu tief, und die Viererkette des Mittelfelds ein bisschen weiter zurück. So haben wir eine gute Kompaktheit, Atletico spielt das oft. Klar können wir dann immer noch den Mascarell als Sechser ausstellen und dann da vielleicht mit Außenstürmern spielen oder, aber einfach um da erstmal die Balance zu kriegen in die Mannschaft. Damit das nicht ständig so weitergeht, muss man vielleicht diesen Zwischenschritt auch im Spielsystem mal machen. Ich glaube, eine Fünferkette hemmt uns offensiv sehr, sehr stark, weil wir da generell zu wenig Kreativspieler haben, und wenn wir da Überzahl im Mittelfeld noch abgeben, tut uns das sehr, sehr weh. Auch aktuell in der Phase mit Bentaleb Harit, die jetzt suspendiert worden sind, plus du hast den Sané, der eigentlich der beste Spieler ist für so eine Fünferkette, hast du auch nicht zur Verfügung. Deswegen macht das für mich im Moment keinen Sinn und ich würde wirklich mit einem 4-4-2 aktuell spielen. Das sind so die Lehren aus dem Spiel gegen Gladbach. Und man muss sagen, Uth ist jetzt extrem gut in Form. Ich hoffe, dass der jetzt gegen Leverkusen und anschließend die Form beibehält. Gegen Leverkusen, wenn wir da so ein Spiel wie gegen Gladbach über 30 Minuten spielen werden, können wir auf jeden Fall was holen. Wird schwer, aber die haben jetzt auch in der Woche Europa League haben die, glaube ich. Wird auch eine anstrengende Woche für die. Es ist jetzt die zweite Woche in Folge, wo die international gespielt haben, wo die jetzt mehr Spiele haben als wir. Da dürfte unsere Mannschaft eigentlich auch mal frischer agieren. Ich fand, das hat man auch gegen Gladbach gemerkt. Eventuell schont Leverkusen da welche. Von daher ist das jetzt eine gute Situation, wo man auch mal punkten könnte, zumindest mal ein Unentschieden. Und dann kommen auch wieder leichtere Spiele. Wird natürlich jetzt immer alles schwerer, weil die anfangen unten auch zu punkten. Aber wir müssen versuchen, uns da rauszukämpfen. Ute, fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Ansonsten viele Fehler auch von den Innenverteidigern, was immer blöd ist, wenn ein Innenverteidiger einen Fehler macht. Also war ich gar nicht zufrieden mit Kabak, Nastasic, Ludewig auch nicht. Also die drei von den vier hinten drin fand ich sehr, sehr schlecht. Mascarell auch nicht unbedingt ein gutes Spiel von ihm. Ute hat mir gefallen. Ansonsten ist da wirklich keiner herausgestochen. Rahman hat ein schönes Tor gemacht. Rahman finde ich auch in Ordnung im Moment. Den würde ich auch gerne jedes Spiel in der Startelf sehen, weil das auch immer einer ist, der alles gibt. Und dann müssen wir gucken, dass wir gegen Leverkusen da ja mehr Gas geben, einen längeren Anteil an guten Spielminuten sammeln und dass wir dann da eventuell zumindest mal einen Punkt holen, weil jeder Punkt ist gerade wichtig und auch fürs Selbstbewusstsein gegen so Top-Mannschaften zu punkten wird sehr wichtig sein. Und dann müssen wir versuchen, danach so viele Siege zu holen, wie es möglich ist, bis zur Winterpause, um dann wieder dieses Hammer-Auftaktprogramm, um da bestehen zu können. Eventuell mit ein paar Wechsel in der Winterpause, aber ja, ist noch viel Zukunftsmusik. Das war die Kurzanalyse zum Spiel gegen Gladbach. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne Video teilen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.